In erster Linie natürlich bin ich einfach nur glücklich, dass uns das so gut aufgegangen ist, dass wir so einen guten, attraktiven Fußball gespielt haben. Und natürlich bin ich auch stolz darauf, dass ich als Salzburger vor 30.000 anderen Salzburger im Stadion auflaufen habe dürfen. Und ja, das haben wir, glaube ich, richtig gut gemacht. Ein bisschen Nervosität gehört immer dazu, aber das bin ich vor jedem Spiel. Und ja, das ist schon was Besonderes, wenn man sein Hobby zum Beruf machen darf und vor Fans auflaufen darf. Und ja, das ist schon was Besonderes für mich. Na, gefeiert habe ich nicht, es ist ja noch keine Zeit dafür gewesen, aber ich freue mich natürlich, dass Salzburg weiterhin mit mir plant. Ich bin froh, dass ich in so einer geilen Truppe spielen darf und ich merke, da ist was Unglaubliches am Entstehen. Wir spielen super Fußball und ich möchte weiterhin nur Teil der Mannschaft sein. Ja, in solchen englischen Wochen ist es absolut das Wichtigste, regenerieren, gut essen, viel schlafen. Und ja, so viel trainieren kann man da eh nicht, aber man muss absoluter Profi sein und ja, bei der Ernährung und beim Schlaf darf man sich keine Fehler erlauben. Ja, ich glaube, die haben noch nie gegen Salzburg gespielt. Nein, es ist ein ganz besonderes Spiel, das wir spielen. Wir spielen ein Pressing, das fast keine andere Mannschaft auf der Welt so spielt, wie wir das spielen, so konsequent. Und ja, es ist einfach eine starke Mannschaft. Wir haben individuelle Qualität, aber vor allem sind wir ein kompaktes Team. Wir haben Spaß miteinander und das sieht man am Viertel. Ja, wir haben jetzt zwei sehr gute Spiele gemacht. Wir haben davor schon sehr viele Spiele gewonnen in der Europa League und jetzt erwarten uns die nächsten zwei sehr, sehr schweren Partien und dann wird man eh sehen, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, zuerst sind die Schweizer dran und das wird schwer genug werden. Ich glaube, ich wäre Lehrer. Ich bin mit meiner Lehre eigentlich immer sehr gut zurechtkommen und ich finde es schön, wenn man mit Kindern arbeitet und ja, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Wir sehen uns am Sonntag wieder in der Red Bull Arena. Ich freue mich schon auf euch.